Aloha und seid schön gegrüßt zu Foodlove Friday am 22.03. Mal wieder schön, dass ihr eingeschaltet habt und seid herzlich willkommen. Und ich bin auch wirklich, ich muss direkt anfangen, sehr froh, dass es dieses Video überhaupt gibt. Denn, also erstmal ist es schon recht spät für ein Foodlove Friday. Es ist tatsächlich heute 19 Uhr. Ich glaube, so spät habe ich noch nie ein Foodlove Friday aufgenommen. Und jetzt ist quasi Wochenende und Tag war ein bisschen was zu tun und so. Hat halt ein bisschen was zu tun und muss jetzt sagen, dass ich froh bin, dass es das Video überhaupt gibt. Das wollte ja gar nicht auch schon anfangen, denn ich hatte bis vor einigen Tagen einen gigantischen Pickel an der Nase und der war so gigantös, dass ich dachte, was heißt ich dachte? Glaubt mir, ich hätte mich nicht vor die Kamera gesetzt. Das hätte ich nicht getan. Ich hätte weniger, dass das Problem ist, dass es euch, wer weiß, wie gestört hat, wobei das Ding echt ein Eyecatcher war. Das Problem wäre eher gewesen, das hätte ich einfach nicht mit mir selbst vereinbaren können. Da bin ich, nee, ich kann mich nicht mit so einem Pickel an der Nase vor die Kamera setzen. Das wäre nicht gegangen. Das wäre eine absolute Katastrophe gewesen. Und dann hättet ihr einfach nur quasi wie sonst auch irgendwie meine Hände gesehen oder so, statt dass ich irgendwie mein bärtiges Gesicht zeige. Es wäre halt absolut nicht gegangen. Das Ding ist jetzt, Gott sei Dank, ich sag mal besser. Man sieht hier noch so ein bisschen, dass das hier mal so, hier mal was war. Ist aber jetzt weg. So gut wie, Gott sei Dank. Und ich hab schon voll die Panik bekommen, ja. So von wegen, was ist, wenn das Ding, weiß ich nicht, nicht weggeht und keine Ahnung, oder eine Warze raus wird. Weiß ich nicht. Gibt es sowas? Ein Pickel, der zu einer Warze wird oder sowas? Habe ich mir das fast schon eingebildet. Ja, ich rede jetzt hier gerade über Pickel, aber ich will damit nur sagen, dass ich echt ein Problem damit gehabt hätte. Und lieber hätte ich eine Narbe im Gesicht als ein Pickel im Gesicht oder so. Also ganz schrecklich, ey. Vor allem, wie alt bin ich? Ich bin 33. Wieso kriege ich einen fucking Pickel? Ich meine, ich bin doch kein Teenager oder so. Nun gut, es gibt also Food Love Friday und wir fangen einfach mal direkt mit den Fragen an, die ich jetzt hier gerade da am Computer, den ihr nicht seht. Ach, als allererstes muss ich da auch noch etwas loswerden. Jetzt muss ich jetzt noch mal ganz kurz was überlegen. Und zwar, ja, also ich habe eine großzügige Patreon-Spende bekommen. Ihr wisst ja, unten in der Beschreibung steht ja was drin, von wegen, wenn ihr mich unterstützen wollt, ihr eine Review euch wünscht, eine spezielle. Und ihr wisst ja auch, ich meine, ich kaufe ja auch Sachen gerne, wenn ihr mir das nur so vorschickt. Aber wenn etwas so ein bisschen teurer ist und es mich persönlich nicht interessiert, weswegen ich dann das Geld halt auch nicht ausgebe, wenn ihr mir irgendwie was vorschlagt, was irgendwie so 6 € kostet, dann sage ich, ja bitte, spendet mir was bei Patreon, dann kaufe ich das gerne. Und der gute Timo hat mir was gespendet und sogar großzügiger, als er es hätte machen müssen. Vielen Dank für die Spende, lieber Timo. Und ich habe tatsächlich heute das Eis gekauft, was ihr gewünscht habt. Er hat sich ein Demeter-Eis gewünscht von, weiß ich nicht mehr, Vanille jedenfalls. Ich habe es gekauft, es steht in meinem Eisschrank, es wird jetzt die nächsten Tage getestet und ich bin sehr gespannt darauf, denn er hat wohl gehört, dass es in der FAZ als bestes Vanilleeis gekürt wurde. Und deswegen, ja, habe ich das dann halt gekauft. Seine Spende ist da auch, wie gesagt, hätte ich wahrscheinlich dreimal für kaufen können. Von daher sehr, sehr cool. Danke nochmals an dich. Und ja, ich habe übrigens auch noch einen Supporter, der mir monatlich, man kann monatlich wohl so einen Betrag machen oder man gibt einmal eine Einmalspende. Das geht halt auch. Und ich möchte mich da auf jeden Fall für bedanken. Finde ich sehr, sehr nett. Ja, genau, wie die Review folgt. Und jetzt hier machen wir dann gleichzeitig noch, ach so, wenn jemand das interessiert, der Lukas ist der andere, weil ich will dich ja quasi auch namentlich erwähnen. Dir danke ich auch für diesen monatlichen Support. Und falls einer auch meint, er möchte mir was spenden, sei es, weil er sich eine bestimmte Review wünscht oder so, dann schaut unten, da ist der Link zu Patreon. Und ja, so, jetzt kommen wir auch mal zu den Foodlove Friday Fragen. Und ich gehe jetzt hier einfach mal durch. So viele, es werden ja immer ein bisschen weniger, weil schon so viele Fragen gekommen sind. Jetzt fangen wir einfach mal an. Die Marie-Christine hat hier mal wieder einen epischen Text geschrieben. Jetzt gucke ich mal, ob da irgendwo eine Frage drin war. Interessant übrigens, dass sie auch anspricht, das habe ich neulich auch im Radio gehört, dass Essen immer mehr zu einer Religion wird. Und de facto ist das so. Das ist einerseits erschreckend, andererseits ist natürlich auch nicht verkehrt, wenn man sich so ein bisschen darüber bewusst ist, was man isst. Ich falle gleich vom Stuhl. Aber eine Religion rausmachen ist natürlich ziemlich daneben. Nun gut, das ist aber wieder ein anderes Thema. Gucken wir mal weiter. Keine Frage hier von der Maria. Da kommt übrigens bald das Video von der Box aus Österreich. Hier auch keine Frage. Hier auch keine Frage. Beim Fab Jan.
Auch keine, auch keine. Danke, genau, Isaac Majura, dass du über die Amazon-Links dann dir auch was kaufst, um mich dadurch ein bisschen zu unterstützen. Ne? Danke dafür. Dann haben wir hier auch keine Frage. Auch keine Frage. Es war auf jeden Fall irgendwo eine Frage. Ach, da. The Flying Calf. Calf? Wie spricht man das aus? CALF? Keine Ahnung. Ich hätte ein gutes Mindset. Ich danke dir dafür. Das ist mir auch wichtig, ehrlich gesagt, weil ich weiß, dass viele Leute meinen Kanal zugucken, die eben vielleicht nicht unbedingt die falschen Aussagen haben sollten. Ich habe neulich übrigens auch eine E-Mail wieder von einer bekommen, die mir so ein bisschen was über ihre Probleme erzählt hat. Deswegen sei hier nochmal gesagt, wenn ihr mir was schreiben wollt, dann tut das einfach und dann antworte ich euch auch. Also, du zockst ja gerne. Was hältst du von Pokémon? Also früher gespielt in der Kindheit. Ich war nie so der größte Pokémon-Fan. Ich hatte ein Pokémon-Spiel. Oh, guck mal, ob ich das hier finde. Ich war neulich total überrascht. Nintendo DS. Ich habe ihn aufgemacht nach Jahren. Und scheiße, Mann. Der Akku funktioniert. Also er leuchtet noch. Ist noch ein bisschen Akkuladung drin. Und das nach unzähligen Jahren. Wie kann das denn sein? Also der Akku konnte was. Da ist es. Machen wir mal ein kleines Review meine Gameboy-Spiele. Einfach mal so als Jux. Alte PlayStation 2 Memory Card noch. Eine gefälschte Memory Card für die PlayStation 1. Den kennt ihr vielleicht auch noch zum Cheaten. Gargoyles für den Gameboy. Spider-Man für den Gameboy. DuckTales für den Gameboy. Dann haben wir hier Super Mario Land für den Game Boy, Tetris für den Game Boy, Donkey Kong für den Game Boy, The Fidgets oder so für den Game Boy, Motocross Madness, knüppelhartes Spiel, habe ich aber sehr gerne gespielt, und Burai Falter fand ich auch absolut awesome. Und ich habe irgendwie meinen Zelda A Link to the Past oder wie das hieß, verloren, dieses schwarze DX war da sowas. Und hier Pokémon Gelb Pikachu Edition. Das hatte ich auch und das habe ich tatsächlich als einziges Pokémon-Spiel gespielt. War einfach nie so wirklich meins. Ich habe jetzt auch kurz überlegt, ob ich mir für die Switch das hole. Ich habe sogar noch eine Xbox One Memory Card oder sowas. Eine Xbox Memory Card oder 360 Memory Card. Ich habe tatsächlich auch überlegt, ob ich mir. Hier ist so eine PlayStation 2 Festplatte, eine PlayStation 3 Festplatte. Ich habe überlegt, ob ich mir das für für die Switch kaufe, das Pokémon. Aber ich dachte mir so, nee. A, keine Zeit. Da, wo ist mein Zelda-Spiel? Das ist weg. Ich fasse es nicht. Scheiße. Hier, so also ein Aufkleber gab für die Memory Card mit Squall von Final Fantasy 8. Habe ich mir jedenfalls nicht gekauft, keine Zeit und ich komme ja eh schon zu kaufen und zum Zocken. Finde ich eigentlich noch irgendwelche geilen Spiele hier gerade, wo ich schon mal dabei bin? Kingdom Hearts 3. Oh, hier. Silent Hill 3. Ich habe es mir gekauft, habe 2 Minuten gespielt und habe so einen Schiss gehabt, seitdem habe ich es nie wieder gespielt. Total verstört. James Bond, Agent im Kreuzfeuer. Okay, wir sind ja jetzt hier nicht gerade bei Videospielen. Eins meiner liebsten Spiele, Champions Return to Arms. Sehr, sehr geil. Ah, das hat so viel Spaß gemacht, mit den Kollegen zu spielen. Grand Theft Auto Vice City. Ich frage mich nicht, warum ich das zweimal habe. Grand Theft Auto 3, Devil May Cry. Boah, war das geil. Ich habe diese eine Szene, wo er dadurch von seinem Schwert. Wo er es anfangs findet, da wird er von seinem Schwert so durchstochen. Und das war gerade so geil. Das habe ich immer allen meinen Freunden gezeigt, weil ich so stolz darauf war. Okay, gut. Nächste Frage. Kein Gameboy. Gehst du gerne ins Kino, beziehungsweise magst du so in Sachen Filmwelt? Ja, ich gehe gerne ins Kino, dann aber auch nur in Filme, die mich wirklich gut interessieren. Zuletzt war ich in Lego Movie 2. Ich gehe relativ selten ins Kino, weil ich finde es teilweise einfach überzogen teuer. Deswegen mache ich das nicht so oft und bezahlt es dann aber trotzdem für Filme, die mich interessieren. Ich war auch in anderen Marvel-Filmen, wobei ich jetzt nicht so der größte Marvel-Fan bin. Ich habe zu Hause einige DVDs, die ich sammle. Der letzte Film, der mich richtig geflasht hat, war Blade Runner 2049. Das war boah, lecker. Guardians of the Galaxy 2 war ich sogar zweimal im Kino. Und was war nicht denn noch geil? Deadpool war ich auch drin, der war auch cool. Ja, also ich gehe schon ab und zu ins Kino, aber vielleicht so 3, 4, 5 Mal im Jahr. Öfter ist das nicht. Und was sind deine Lieblings-Supermärkte? Gehst du auch gerne in Biomärkte? Nein, ich gehe nicht gerne in Biomärkte und ich gehe auch nicht gerne in spezielle Läden. Und
Lieblingssupermärkte, ich mag hier, kann man so nicht sagen, ich mag Kaufland sehr gerne, weil sie einfach sehr groß sind, weil es da viel Auswahl gibt. Und aber sowas Spezielles jetzt. Ich mag Aldi, ne? Da ist Gemüse günstig. Ich mag Läden, die günstig sind einfach. Und dazu gehört Aldi. Ich gehe selber, weil ich immer so auf der Arbeit in der Pause gehe, einkaufen, gehe ich da immer in Netto oder sowas. Aber jetzt irgendwie was Spezielles gibt es eigentlich nicht. Ich mag den Albert Heijn in Holland halt sehr gerne, aber irgendwie sonst was Spezielles eigentlich nicht. So, die Mrs. Mareige hätte eine Frage. Google Plus, das habe ich dir beantwortet. Die Sache hat sich erledigt. Aber da war doch, glaube ich, noch eine Frage, wo ich schrieb, da freue ich mich drauf, die zu beantworten. Und ich befürchte gerade, dass ich die mal wieder total übersehe. Aber hier ist keine Frage, die ich beantworten könnte mehr. Also, lieber Fragensteller, wenn ich hier mal wieder was übersehe, tut es mir leid. Aber hier ist keine mehr. Irgendwie meine ich mich aber zu erinnern, dass dort eine war. Ah, der Spacko Gamer fragt auch noch, wie man in so eine Eisjury kommt, weil ich euch im letzten Food Love Friday Video erzählt habe, dass ich in der Eisjury bin. Tatsächlich ist man auf mich zugekommen, weil ich halt durch meinen YouTube-Kanal, durch meine Webseite, entschuldigt, ihr habt gefragt, aber ich meine, ich mache nun mal in Deutschland mit ich war glaube ich sogar der Erste, der halt diese Reviews auch in Deutschland gemacht hat, der mit seiner Webseite die ganzen Eistests gemacht hat und das hat sich halt rumgesprochen, ne? Und so ein bisschen über Connection und so kam es halt, dass ich quasi gefragt wurde, in die Eisjury zu kommen. Da war unter anderem auch der Erfinder des Spaghetti-Eises bei, Daniel Fontanella, Fontanello oder irgendwie so hieß er. Wer jetzt da ist, weiß ich nicht. Ja, also da wird man zu eingeladen. Da kann man selber nicht so hinkommen, sage ich mal. Aber glaube ich auch nicht die Frage. Na, jedenfalls habe ich sie beantwortet. Ich glaube, da war noch eine. Ah, nee, die Frage habe ich doch schon beantwortet. Naja, das war's. Dann gibt's halt keine Frage mehr jetzt hier. Das muss ich natürlich überlegen, weil wir haben ja gerade mal 12 Minuten gequatscht und ich weiß ja, dass viele Leute von euch das gerne so zum Frühstück oder Abendbrot gucken. Food Love Friday finde ich übrigens sehr cool. Also manche Leute schon, boah, ich freue mich schon immer, wenn ein Video kommt oder so. Und ich habe übrigens ein Weihnachts-T-Shirt an. Merry Rexmas. Ja, sehr cool. Ja, deswegen muss ich jetzt noch ein bisschen quatschen, weil ich glaube, die wenigsten Leute frühstücken in 12 Minuten. Wobei es gibt ja leider Leute, die überhaupt nicht frühstücken. Da sage ich nur so, da verpasst ihr was. Was könnte ich dir noch erzählen? Dann muss ich mir jetzt irgendwie was aus den Finger saugen. Können wir machen? Können wir mal gucken, ob es hier irgendwie was Tolles auf YouTube gibt oder so, ne? Ich habe übrigens. Lass mich mal überlegen. Ich könnte euch ja mal zeigen, was ich im DVD-Regal stehen habe. Mir fällt gerade nichts anderes ein. CSI New York. Auf wen interessiert die Scheiße? Aber ihr habt ja auch nach Serienfilm gefragt. Übrigens, eine meiner absoluten Lieblingsserien habe ich euch auch schon mal gezeigt. Oh Mann, ich muss sie endlich weitergucken. Castle. Ja, ich meine, viele Leute halten das vielleicht für so eine, Entschuldigung, wenn ich so sage, so eine Weiberserie. Tatsächlich heiraten die da auch. Aber das ist so geil. Der Typ ist so lustig. Und die beiden passen wirklich gut zusammen. Das ist eine absolut geile Serie. Guckt euch Castle an. Dann haben wir noch True Detective. Machen wir doch ein bisschen Blu-ray-Reviews. Also auch extrem geil. Ich habe leider irgendwie nur die ersten 3, 4 Folgen geguckt, ich Esel. Ich muss es endlich weitergucken. Unfassbar. Dann die neueste Simpsons-Staffel. Die haben ja endlich mal wieder angefangen, die auf. Ach, geil! Simpsons rauslegen, muss geguckt werden. Dann natürlich. Also geil, weil mir fällt gerade mal ein, dass ich habe mir auch die Staffel 29 gekauft auf Amazon. Die gibt es ja noch nicht als DVD. Und die war jetzt total kacke. Bis jetzt und deswegen freue ich mich, dass ich hier noch so ein Alter habe. Dann hier natürlich noch Xena, die letzte Staffel. Muss ich auch endlich zu Ende gucken. Herkules habe ich leider zu Ende geguckt. Oh, Herkules. Das war so geil. Ich habe mich so gefreut, als ich irgendwann mal wieder die alten Herkules-Folgen geguckt habe. Und es hat einfach nur Spaß gemacht. Muss ich kann mal ein bisschen anders setzen. Dann haben wir noch Once Upon a Time. Gucke ich auch gerne. Dann Bones. Knochenjägerin, auch so geil. Season 11 ist ja leider bald vorbei. Ich habe auch eine 4K Ultra HD Blu-ray, Planet Erde. Und hier habe ich leider nicht mit angefangen, aber quasi der junge Herkules, also quasi so eine Serie im Sinne von Herkules wie damals, aber eben mit Ryan Gosling, aber auch so ultra trashig bestimmt. Ich freue mich schon riesig drauf, mir das anzugucken. Das wird bestimmt mega geil. Mega geil.
Ja, aber irgendwie, ich glaube, ich muss mir einfach mal einen Monat Urlaub nehmen und mir alle Serien angucken. Anders wird das nicht zu machen sein. Vor allem, das ist hier ein Furz von den Serien, die ich eigentlich noch gucken muss. Dann steht da irgendwie noch rum, hier, Sliders steht hier noch rum. Was haben wir noch? Sliders, Grimm, Staffeln, nochmal Grimm. Und da haben wir noch Blacklist, Planet Erde, Person of Interest, Fargo, Game of Thrones, Criminal Minds, Boston Legal, Major Crimes. Mann. Wobei ich irgendwann mal aufgehört habe, Criminal Minds zu gucken, weil, Alter, habt ihr mal Criminal Minds geguckt? Das ist so abartig manchmal, weil der so richtige Psychokiller, so, also total, da denkst du so manchmal so, what the fuck, Alter, so richtig, ja, nicht realistisch, aber, also natürlich, sowas gibt's ja in echt erschreckender Weise. Aber ich meine, es ist so richtig gut gemacht, dass du dir echt so, aua, fuck, Alter, jetzt haben die an so einer Schraube hier wehgetan. Jetzt fange ich bestimmt gleich an zu bluten. Ja, geht schon los. Foodloff hat sich verletzt, seht ihr das? Gleich fließt das Blut. Gut, dass es kein rostiger Nagel war. Gut, also, was habe ich gesagt? Keine Ahnung, irgendwas mit den Serien. Ja, also Serien. Okay, dann gibt es auch noch ein paar Spiele, die ich spielen muss. Aber ich wollte eigentlich nicht über Spiele reden. Ich habe ja einen Foodblog. Eigentlich müsste ich über Food reden. Ich habe mir zwei neue Magnum Pints gekauft. Ich habe heute getestet das Magnum Dark Intense aus Holland. Dann habe ich mir auch lustigerweise gleichzeitig heute das Magnum entdeckt. Weil, guck mal, das Blut fängt schon richtig an zu fließen. Aber ich habe jetzt gar keinen Bock aufzustehen. Habe ich mir das Magnum noch gekauft. Ich habe übrigens auch gerade die Fingernägel geschnitten. Fällt mir jetzt gerade so ein. Und habe mir das Magnum gekauft, wovon ich in diesem Video über das Magnum, im Magnum Dark Intense über das, in dem Magnum Dark Intense Video habe ich über das Magnum White Chocolate geredet, was ich mir unbedingt kaufen wollte. Das habe ich heute bei Edeka bekommen. Und das Magnum Double Raspberry, das habe ich auch bekommen. Also gibt es da auch noch neue Videos. Mein ganzer Eisschrank ist gerade voll mit Eis und ich denke mir nur wieder, du Bekloppter, du, ne? Es ist einfach viel zu viel. Aber wenn ich Sachen haben will, dann will ich die halt haben und dann ist das eben einfach so. Dann, das habe ich bekommen. Dann habe ich, was habe ich noch gemacht? Ist sonst irgendwie was Erwähnenswertes? Nö. Ich habe übrigens eine neue 3D-Kunst gekauft. Die kann ich euch mal zeigen. Ich drehe mal die Kamera. Ich habe hier nämlich sowas wie 3D-Kunst. Ich hoffe jetzt, ihr könnt das richtig sehen. Sowas wie James Rizzi und Charles Fazzino. Allerdings von einem Dortmunder Künstler. Sehr, sehr geil. Fuck, ich habe doch schon den Tante-Emma-Laden. Oh nein. Er wird es mir bestimmt umtauschen. Ich habe mir das von meiner Mutter schenken lassen, nur als Viereck. Und sie meinte noch so zu mir, hast du den nicht schon? Ich so, nein. Ja, jetzt habe ich ihn doch schon. Naja, er wird es mir bestimmt umtauschen, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Bisschen staubig alles. Na jedenfalls habe ich mir noch welche gekauft. Zwei Stück. War das hier auch 3D-Kunst, also mit der Straßenbahnszene. Das seht ihr das so, dass das so plastisch aufgearbeitet ist? Richtig geil. Und das hier. Ich meine, sieht das nicht geil aus? Guckt euch das mal bitte an. Es ist so geil. Das ist auch per Hand gemacht und so gemalt, gezeichnet. Und dann eben so plastisch aufgearbeitet, richtig geil. Problem der ganzen Sache ist nur, ich habe keinen Platz mehr an meiner Wand. Das ist ein bisschen blöd. Was übrigens noch so rumsteht, ist das hier, das Backbuch von Dominique Ansel. Das habe ich mir irgendwann mal gekauft und habe sagenhaft eine Sache daraus gemacht. Dazu hatte ich eigentlich auch ein Video gemacht und das Video habe ich dann verbummelt. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Das ist der Erfinder des Cronuts, von dem ich übrigens auch ein Autogramm habe. Das könnte ich euch ja auch mal zeigen. Meinen Namen zuschreiben, zudecken, meine Adresse. Es kommen die ganzen Fans hier hin. Das ist ein Autogramm von Dominique Ansel aus New York. Dem habe ich nach einem Autogramm gefragt, nachdem ich 2014 da war und den Cronut gegessen habe. Und ich dachte mir so, ach herrje, das war so großartig. Und dann musste ich ein Autogramm von ihm haben. Hat er mir geschickt aus New York. Jo. Achso, noch ein Spiel habe ich mir neulich gekauft. Captain Toad's Treasure Tracker. Fällt mir gerade ein, weil ich das hier sehe.
mache ich jetzt eigentlich Werbung für Spieler? Ich sollte einen Game-Kanal aufmachen, damit ich mal so... Kann ich noch eine Käuferschicht ansprechen? Also quasi Food meets Games oder so. Eigentlich nicht. Die meisten von euch interessieren sich ja nicht dafür. Ich sehe auch immer wieder, wenn ich irgendwelche geilen Videos mache, von wegen... ich habe es in einem anderen Video auch angesprochen, wenn ich irgendwelche geilen Videos mache, wo... Okay, diese Original- oder Fälschung-Videos laufen geil. Bitte Kommentare schreiben, Original oder Fälschung. Was möchtet ihr sehen? Bitte, bitte, bitte. Das ist Aufgabe an euch. Ich sehe gerade, heute ging das Chips-Video online. Wer ist Gene Larith? I love these. Will er seinen Kanal pushen oder was? Meine Frage, vielleicht kannst du mit deinem... Oh, guck mal, eine Frage von Bock. Eine Frage sehe ich hier gerade in einem anderen Video. Meine Frage, vielleicht kannst du mit deinem Background Biochemie beantworten. In dem Produkt sind nur Kartoffeln, Sonnenblumenöl und Salz. Kartoffeln haben 15 Gramm Kohlenhydrate auf 100 Gramm. Wie kommen die in dem Produkt jetzt auf 50 Gramm Kohlenhydrate auf 100? Hey, Kollege, das ist ja ganz einfach. Wenn also Kohlenhydratquelle ausschließlich Kartoffeln enthalten sind. Ja, jetzt überlegen wir doch mal. Wir machen das Ganze jetzt mal als Ratespiel für euch mit. Oder anders. Genau, ich gucke das jetzt auch einfach nochmal nach mit diesen 15 Gramm Kohlenhydrate, aber ich glaube dir das natürlich. Kohlenhydrate, Kartoffeln. Wir haben 19 Gramm steht es hier, aber es spielt ja auch keine Rolle, ob jetzt 15 oder 19. Und am Ende haben die Kartoffelchips, wie du gesagt hast, ich habe es nicht überprüft, 50 Gramm Kohlenhydrate. Ja, wie kann das sein? Und zwar, das ist ja ganz einfach. Wir machen das anders, ich bin sofort wieder da. Ich habe jetzt hier eine Kartoffel. Keine Angst, ich werde die gleich einfach in der Mikrowelle garen und dann so pur essen oder so. Nicht, dass ihr denkt, ich mache jetzt Lebensmittel verschwenden. Ich reibe die jetzt einfach mal. Diese Reibe habe ich übrigens von der Chef-Kulinarmesse, auf der ich... Boah, das war so geil, die Chefs-Kulinarmesse. Das sind so Lieferanten für Gastronomie. Und, Alter, da gab es alles. Da habe ich so geiles neuseeländisches Fleisch gegessen von so einem Lamm. Holy shit, sag ich dann. Boah, Sonntag gehe ich essen, ne, im Steakhouse und dann in Dortmund. Da freue ich mich auch schon drauf. So ein richtig geiles Steak mal gegessen. Ich reibe jetzt hier jedenfalls gerade die Kartoffel. Warum ich das mache, das werde ich euch gleich erklären. Das Blut hat übrigens aufgehört zu fließen. So. Ich meine, ja, ich verstehe die Frage, aber ich möchte behaupten, Entschuldigung, wenn ich das sage, wenn man einen kleinen Moment nachdenkt, dann ist das eigentlich gar nicht so schwer zu erraten. So, jetzt habe ich das hier gerieben. Ich bin sofort wieder da. Ordnung muss sein. So, jetzt habe ich hier die geriebene Kartoffel und man kann es eigentlich fast schon sehen. Ich möchte es jetzt aber so machen. Achtung, achtet. Seht ihr das? Das ist das Wasser in der Kartoffel. Ich bin jetzt komplett versaut. Meine Hand brennt, wo die Wunde ist, weil der Kartoffelsaft drüber läuft. So, was passiert, wenn die Kartoffelscheiben in die Fritteuse kommen oder gebacken werden oder irgendwas? Sie verlieren Feuchtigkeit. Das, was in einer Kartoffel drin ist, wenn du eine Kartoffel hast, die 100 Gramm wiegt und sie hat 19 Gramm, das gilt übrigens für alle Lebensmittel so, ja. Ihr habt eine Kartoffel, die wiegt 100 Gramm, ja. Die hat 2 Gramm Protein, steht hier jetzt. Ich gehe jetzt nach diesem, was hier steht, von Fitness World 24. 2 Gramm Protein, 19 Gramm Kohlenhydrate, macht 21 Gramm. Dann hat sie Ballaststoffe, 3, sind 24 und 1 Gramm Fett, sind 25. Aber sie wiegt ja 100 Gramm. Ja, was ist der Rest? Ja, natürlich Wasser. Logischerweise ist das Wasser der Rest. Und das gilt bei allen Lebensmitteln, wenn ihr euch jetzt auch irgendwie einen Quark reinzieht und der hat 100 Gramm und ihr zählt die Nährwerte zusammen und die kommt irgendwie bei Protein, habt ihr irgendwie 11, 12, da kommt noch ein bisschen 4 Gramm Kohlenhydrate drin, sind 16, dann kommt da noch Fett, bei Magerquark gar nicht, 16 Gramm, was ist der Rest? Wasser. Und genauso bei den Kartoffeln. Wenn ihr jetzt die Kartoffel mit den 19 Gramm Kohlenhydrate, oder nehmen wir die 15, lass uns den Mittelwert nehmen. Wir nehmen nicht 19, wie hier steht, sondern und auch nicht die 15, wir nehmen 17. Das macht gleich mathematisch ein bisschen einfacher. 17 Gramm Kohlenhydrate, ja?
17, genau. Und wir schmeißen sie jetzt in den Ofen oder in die Fritteuse und holen das Wasser raus. Irgendwann sind wir bei 50. So, wir haben quasi zum Beispiel quasi die Kohlenhydratmenge hat sich um das Dreifache erhöht, weil die Wassermenge entsprechend anteilig um das Dreifache, müsste es dann ja auch sein, sich verringert hat. Deswegen sind ja Kartoffeln oder Chips eben nicht matschig, sondern knusprig. Warum sind sie knusprig? Weil kein Wasser drin ist. Alles, was knusprig ist, hat kein Wasser mehr. Nehmt die Krume der Brötchen. Die ist knusprig. Warum? Weil kein Wasser mehr drin ist. Warum ist Knäckebrot, ich sag mal, mit 400, mit 360 Kilokalorien viel energiereicher als normales Brot? Warum? Weil kein Wasser drin ist. Und Wasser hat keinen Brennwert. Versteht ihr? Das ist total einfach. Und deswegen hat auch Knäckebrot mehr Kohlenhydrate als Brot, obwohl beides fucking Mehl ist oder so. Ja, und Mehl ist Mehl. So, ja, natürlich, sowas wie Körner spielt jetzt auch eine Rolle, aber so prinzipiell. Und wenn ihr eben eine Kartoffel frittiert, dann verliert ihr das Wasser, aber die Kohlenhydrate verschwinden ja nicht. Verschwindet ja nur das Wasser. Und deswegen wird es energiereicher, weil die Energiedichte zunimmt. Denn wenn ihr dann wieder 100 Gramm Chips nimmt, habt ihr ja nicht 100 Gramm Kartoffeln, sondern ihr habt 100 Gramm Kartoffeln Chips. Und 100 Gramm Kartoffelchips bekommt man aus 300 Gramm Kartoffeln. Und dann hat man wieder den gleichen Brennwert. Also das ist ganz einfach. Daran liegt das Ganze. So, jetzt habe ich die Frage episch beantwortet und muss mir jetzt die Hände waschen. Und ich erinnere mich noch daran, dass sie euch mal darüber amüsiert hat, dass ich euch bei irgendeinem Video habe einfach warten lassen, als ich irgendwie so töge. Keine Ahnung. Deswegen, ihr wartet jetzt einfach. Ich gehe mir jetzt mal hier die Hände waschen. Ich weiß ja nicht, ob ihr das jetzt gerade sehen konntet, aber in der Küche, da war eine scheiß Mücke, die habe ich erstmal zermatscht. Gut, okay, das soll es zu dieser Frage gewesen sein. War da noch eine Frage? Die werde ich vielleicht auch nochmal irgendwann beantworten. Habe ich beantwortet. Ja, dann würde ich jetzt an dieser Stelle einfach mal sagen, wir machen jetzt mal Schluss. Wir haben 27 Minuten Foodlauf Friday gemacht. Das ist eigentlich ganz okay. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Gerne weitere solche Fragen beantworte ich euch gerne. Und aber auch irgendwas anderes. Keine Ahnung. Stellt einfach eure Fragen. Vergesst den Daumen nach oben nicht. Und nochmals, bei 3000 Followern gibt es ein neues Gewinnspiel. Und Leute, das ist jetzt ein direkter Sprechakt. Motiviert doch mal ein paar eurer Freunde in meinen Kanal reinzuschauen. Vielleicht mal ein paar mehr Abos ranschaffen. Desto eher gibt es was zu gewinnen. Und ich habe schon schöne Sachen. Wollen wir mal eine kleine Sneak Peek schon machen? Machen wir das mal eben. Wir haben. Jetzt muss ich mal kurz was machen. Moment. Vita Energies gibt es zu gewinnen. Dann habe ich hier so ein paar Vollmilchriesen, die seltener sind. Die neuen Wert, das Original Soft. Ihr werdet hiervon was gewinnen können. Dann habe ich hier auch euch so eine Sprite aus Holland mitgebracht. Es gibt was von so amerikanischen Kram vielleicht auch. Das habe ich euch ja gekauft in Holland. Ihr kriegt auch was Lindor Pistazie. Die originale Fälschung Milch Jumbo. Ich habe eine Packung Koalas für euch schon besorgt. Bananen. Auch aus Holland. Ein bisschen was von so Snacks auch hier. Und hier, damit ihr es einfach mal probieren könnt, vielleicht. Chips, die habe ich euch aus Holland besorgt. Und es wird noch ein paar andere Sachen geben, die ihr jetzt hier nur noch nicht seht. Also es gibt ein paar feine Sachen. Und das ist übrigens eine Candy Bar. Ich meine, das ist doch wohl episch, oder? Okay, gut. Jetzt gehen wir einfach wieder zurück. Könnt ihr euch meinen Fußboden angucken. Stellt die Kamera wieder hier hin. Ich setze mich nochmal davor und sage Tschüss.